Heute beschäftigen wir uns wieder mit der Dekubitus-Prophylaxe. Das hatten wir in einem Video schon mal gemacht und da hatte ich euch den Fingertest nach Philips gezeigt. Also, wie erkenne ich einen Dekubitus? Da gehen wir auch heute noch mal so ein bisschen drauf ein, aber vielmehr beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie unterscheide ich eigentlich einen Dekubitus von einer anderen Wundart? Beziehungsweise, wir werden uns schwerpunktmäßig mit dem Sakralbereich auseinandersetzen, also dem Kreuzbein. Das ist die Stelle, wo am häufigsten ein Dekubitus auftritt. Und da werden wir einfach mal den Dekubitus einer Mazeration gegenüberstellen und gucken, wie kann ich das überhaupt unterscheiden. Und es gibt so ein paar Merkmale, woran man erkennen kann, dass es kein Dekubitus ist, sondern eher eine Feuchtigkeitswunde. Und ein erstes Merkmal ist die Lokalisation. Ein Dekubitus tritt bevorzugt am Kreuzbein auf. Das Kreuzbein liegt über dem Steißbein und dort stehen die Knochenenden etwas hervor. Das heißt, es kommt leichter zu einem Gegendruck. Eine Mazerations- oder Feuchtigkeits- oder eine inkontinenzassoziierte Dermatitis, kurz IAD, befindet sich eher unterhalb des Kreuzbeins im Bereich des Steißbeins oder perinealen Bereich, also im Dammbereich zwischen After und den äußeren Genitalien. Sagt nochmal einer, wir machen nur Wischiwaschi in der Pflege. Jetzt haben wir unsere Wunde im perinealen Bereich. Wir haben ja gerade gelernt, das ist der Dammbereich zwischen After und den äußeren Genitalien. Und dort sammelt sich bekanntlich viel Feuchtigkeit an. Jetzt machen wir als nächstes Rucki-Zucki, Fingertest nach Philips. Die Rötung lässt sich wegdrücken, also haben wir schon mal keinen Dekubitus, guckst du. Aber es gibt natürlich noch ein wichtiges weiteres Merkmal, und zwar das Aussehen, guckst du. Wie sieht ein Dekubitus aus und wie sieht eine Feuchtigkeitswunde aus? Da gibt es ganz klare Unterschiede, die sind nicht immer so ganz klar, aber guckst du. Ein Dekubitus grenzt sich in der Regel ganz klar vom weiteren Hautareal ab. Das heißt, man sieht, wo er endet, guckst du. Bei einer Feuchtigkeitswunde sieht man in der Regel nicht so wirklich, wo fängt die Wunde an, wo hört die Wunde auf. Es ist alles so ein bisschen schwammig, während man beim Dekubitus in der Regel ganz gut sehen kann, wo die Wunde anfängt und wo die Wunde aufhört. Ich hoffe, das geht aus den Grafiken auch nochmal hervor. Ja, das nochmal so zu den optischen Unterschieden, guckst du. Also haben wir zu den Merkmalen den Ort, also wir können erstmal gucken, wo befindet sich die Wunde. Dann können wir gucken, wie sieht die Wunde aus und wir können natürlich noch unseren Fingertest machen. Ich habe aber auch noch mal eine kleine Grafik für euch vorbereitet. Ja, ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und ihr könnt jetzt vielleicht besser die verschiedenen Wundarten auseinanderhalten. Für mehr spannenden Pflegecontent könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sag bis dahin, meine Freunde der guten Pflege.